So, hoffentlich jetzt letzter Teil von diesem Spiel hier. Weil ich echt keinen Bock mehr drauf habe. Jetzt schon nicht mehr. Das war klar. Das ist voraussehbar, dass das runterfällt. Wie soll man denn da durchkommen? Hä? Ja, wie kommt man da durch? Das möchte ich jetzt wissen. Ja, oder so. Ich hätte Dizzy nehmen sollen. Das würde mir aber... Das würde mir jetzt nichts bringen. Selbst wenn ich Dizzy hätte. Ich habe ihn ja hier noch nicht. Bullenschweine. Nee, mach mal Licht an da oben. Boah, das steht Glüsetten auf, Mensch. Ja, basta, so ist fein. Katze, Mau Mau. Bringt mir aber recht viel. Ja, sehr viel. Jetzt müsste ich doch wissen, dass der wirft mir nach einer Zeit. What? Nein! Diese Polizisten da, die machen einen verrückt, wenn man nicht weiß, was man da machen soll. Wow. Alter, ist das knapp hier alles. Was war das denn? Das war so nicht geplant, dass ich da reinfall. Boah, da käme ich ja theoretisch auch als Katze rauf. Da müsste ich ja nicht viel machen. Da käme ich auch so rauf, aber ich hätte... Nee, das ist einfach zu riskant. Genau deswegen. Genau deswegen ist es zu riskant. Ja, das geht auch nicht. Das kann man vergessen. Spring doch zu hoch, Katze. Oder spring gar nicht, Katze. Jetzt habe ich schon wieder gestoppt. Also ernsthaft. Fick dich in deine Arsch. Ach, Kacke. Kackspiel. Ich habe keine Lust, an dieser Stelle jetzt 10 Stunden zuzubringen. Leute, ich kacke ab hier. Ach, das ist doch doof. Das ist voll der Beschiss, ey. Jetzt springt der Kater nicht. Ne? Alter Knopf. Ich hasse dieses Geräusch, ehrlich. Fick dich, Katze. Oh Mann, wieder der falsche Knopf, ey. Das ist ein Fail-Part. Das ganze Spiel ist ein Fail, ey. Mann, ich muss mal dieses blöde Knopf hier kennzeichnen. Ja, Katze, spring doch nicht. Lass doch einfach sein. Grütz hier doch rum. Ja, geh mir voll auf den Sack. Ich meine, wie nicht schon erwähnt, nicht vorhanden Sack. Ich komme an der Stelle nicht vorbei. Oder da nicht. Hätte ich wenigstens ein Herz, wenn wir es einfach. Obwohl ich das nicht beschreien würde, dass es einfacher wäre. Ja, ich sollte vielleicht doch nicht nach links, sondern nach rechts laufen an der Stelle. Da springen.
Nein, nein, aber das Ziel, aber das Ziel. Ja, Katze, mach's doch. Das ist ja mal echt ein Fail. Mega, über, hyper Fail, Scheiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Frau spielt nachts nie wieder so eine Scheiße, ehrlich. Oh, jetzt bringe ich da wieder zu hoch. Nein, ich stoppe immer den Scheiß-Emulator. Fick dich doch. Ich habe echt die Grütze voll. Hey, Geldsäcke? Okay. War das jetzt so schwierig? Nein, war es nicht. Boah, Köter! Wo kommt der denn her? Ja, ich hätte mein Herz nicht verlieren dürfen. Da kommt ja eine Katze rauf. Fast. Das war leicht. Und mit dem Hund, das hätte ich noch ersparen können. Ah, oh, ich ahne Schlimmes. Du Hund. Okay, das macht dich kaputt. Mache mal von hier. Vielleicht kann ich den Stern behalten. Den Stern. Ja. Stern, ich meine natürlich das Herz. Hey, Glück haben, schaffe ich das hier in dem Part. Das wäre schon richtig geil. Hätte ich ein Part mehr gebraucht als bei Chip und Chip. War nämlich hier. Ach, Mietz. Mietz macht Mist. Mietz will nicht, wie ich will. Oh komm, du blöde, behinderte Katze, ey. Wieso springst du da nicht dran? Ja, lass es halt. Also ich Katze. Geht keine Katze nach, ne? So, jetzt ist aber Schluss im Puff hier. Ach, der wirft Münzen? Ja, geil. So mal nicht. Aber so. Hoho, also ich hab fast erwischt. Oh Gott, oh Gott. Alles klar. Speichern. Nee, da kommen wir nicht dran. Ich wollte eigentlich drauf springen, aber. Diese Münzenraum im letzten Jahr, ehrlich. Ach, scheiße. Nein, Katerchen.
Jo, der war gut. Das könnte jetzt echt ein Fehler gewesen sein an der Stelle. Ich hab verloren, scheiße. Dämliche Katzen. Was? Derselbe Vorhang wie bei Super Mario Bros. 3, wie nett. Babsi, ich hab sie gerettet, das Spiel ist zu Ende. Furble hat Babsi gerettet und Buster zuguckt. Ich glaube, am wenigsten habe ich im Spiel tatsächlich Buster genommen. Tja, ne? Wir Tinies, wir Toonies, sind Relais. Babs wurde gerettet und Montana Max bestraft. Ja, was hat Buster denn damit gemacht? Pfui Teufel. Oh, guckt er denn? Im Eggmiland kehrte wieder Ruhe ein. Yep. So wie Babs guckt, ist da keine Ruhe. Die Helden Plucky Duck, Dizzy Devil, Furble, Hampton. Ah, da haben wir es noch. Furble, das stimmt ja. Furball, wenn du so willst. Also hatte ich doch recht. Und natürlich Buster und Babs Bunny. La la la. Also, Fazit des Spiels, es kann einen letzten Nervraum, wenn man keine Safe States hat und sich nicht die Ruhe lässt. Ja, sämtliche so ein paar Sachen da in Ruhe halt zu spielen. Da mal rüberspringen oder fliegen, je nachdem, wen man als Charakter gewählt hat. Aber Spaß macht schon. Also für Leute, die die Toons gerne hatten früher, heute, weiß ich nicht, ist es auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Also, ich finde es nur schade, dass heutzutage solche Spiele nicht mehr kommen und dass die Serien auch eigentlich. Doch, es gibt noch Sinn, die sie zeigen. So wie Disney Toon. Nee, Toon Disney heißt das ja. Oder. Was gibt's noch? Ich weiß nicht genau. Nickelodeon? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Das war jetzt. Nee, das war nicht der Anfang meiner Disney-Reihe. Weil ich habe ja schon Aladdin und. Aladdin und Chip und Chap den ersten Teil. Den zweiten werde ich vielleicht auch machen. Nur da hänge ich irgendwie an einem zweiten Endboss fest. Ich weiß nicht, wie man den kaputt macht, aber ich guck mal. Ja, The End. Ich denke, es ist alles gesagt. Das Let's Play ist vorbei. Es hat 5 Teile gebraucht, was sehr... ist eigentlich viel. Obwohl, ohne Saves hätte ich mit Sicherheit 14 gebraucht oder 15. Naja, ich werde mir jetzt mal anschauen, was ich als nächstes mache. Ich habe ja hier eine schöne Liste liegen. Und ja, ihr werdet es ja ansehen. Also, bis dann, Leute. Man hört sich.